Hallöchen zusammen, willkommen zurück bei Graveyard Keeper. So, also ist soweit, der Händler müsste ja da sein. Jetzt muss ich nochmal schnell schauen. NPC, blablabla, Hexenhügel. Rede mit dem Händler am bla. Mit welchem Händler? Mit ihm? Bin ich mir gerade nicht sicher. Gehen wir mal schauen. Leiche haben wir ja keine. Ah, doch, jetzt. Okay, so viel Zeit muss sein. So, schnell, solange sie noch frisch ist. So, jetzt pass auf. Autopsie, was nehmen wir denn raus? Wir haben Fett. Okay, Blut kann ich auch rausnehmen. Und die Leiche ist noch frisch? Was passiert, wenn ich das Fleisch rausnehme? Dann ist sie nicht mehr frisch, oder? Ah, gut. Können wir hier die Haut noch abziehen? Bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, wir verbuddeln sie einfach so, wie sie ist. Und dann muss ich schleunigst gucken, dass ich den Händler finde. Ansonsten wird es mit dem Stempel nichts. So, haben wir noch ein leeres Grab? Nee, natürlich nicht. So, Grabstätte. Machen wir hier gleich mal, zack. 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 Machen wir gleich mehrere. Jawohl. So, jetzt heben wir hier mal das Ding hier aus. Minus 2, plus 3 und wieder zuschaufeln. Nee, mach mal lang. Kein Loch da rein. Mein Freund, jetzt haben wir gleich wieder. Gleich noch mehr Minus. Gut, ich geh mal gucken, ob ich den Händler finde oder. Ob ich einfach nur mit dem Wirt sprechen muss, aber ich glaube nicht. Wenn ich mich recht erinnere, ist es ein anderer Händler. Allerdings habe ich total vergessen, wo der immer rumlungert. Naja, wir finden es hoffentlich raus. So. Ja, ne. Mal gucken. Bist du der Händler? Nein, das ist der Kapitän. Das ist die Frau vom Wirt. Das ist der, der Papier will. Ich habe ein Siegel. Nein, habe ich nicht. Gehen. Rede mit dem Händler. Kann ich das nochmal genauer begutachten? NPCs. So, nochmal schauen. Rede mit dem Händler am. Ja, das haben wir doch jetzt gerade, oder? Nein, ich hab's verpasst. Scheiße, ich hab's verpasst. Nein. Ah, das gibt's doch nicht. So wird es nie was. Kommt mal nie vorwärts hier. Ah, das ist ärgerlich. Nur weil ich geschlafen habe und die Leiche bearbeitet habe. Verflixt. Was ein Jammer. Was machen wir jetzt stattdessen? Muss ich erstmal schauen, ne? Pilze sind auch schon wieder nachgewachsen. So, hier kann ich immer noch nichts machen, ne? Aber ich kann mal gucken, wie ich etwas Neues freischalten kann. Ich muss jetzt theoretisch. Nee, ich kann nichts Neues freischalten. Schade. Ich habe immer noch keine Geisterpunkte. Geologie, nein. Wichtige Teile. Das könnte ich freischalten. Anatomie 2. Haben wir hier nichts. Hier, nix.
Schmiedekunst. Wieso habe ich denn da noch überhaupt nichts? Brennholz. Ah, ach ja, guck mal einer an. Ich brauche noch 5 rote Punkte, dann kann ich hier Holzkeile herstellen. Mensch, immer genau gucken. Dann will ich jetzt wohl noch Bäumchen, wa? Aber da kriege ich nur grüne Punkte, oder? Ja, da kriege ich beides. So, pass auf, dann gehen wir einfach ein bisschen Bäume fällen. Bis ich hier das andere freischalten kann. Ich glaube, morgen müssen wir den Inquisitor am Hügel treffen, glaube ich. Da war doch was. So. Ja, ja, geht nicht. So, hier gibt es bestimmt noch ein Bäumchen. Ah, hier ist er. Ah, Schleim! So. Weg mit euch. Kann ich das abbauen? Nein, ich brauche die Technologie. Geh mal gucken, wo es hier hingeht. Ah ja. Ich kann das nicht entfernen. Wieso kann ich es dann angucken? Frage ich mich. Wenn ich es nicht entfernen kann. Naja, muss man nicht verstehen. Aber das Spiel ist echt genial. Warte mal, das ist... Achso, ich dachte, da wird noch ein Baum dahinter stehen, aber... Das war wohl nix. So, ich geh mal pennen. Energie mehr. So, gute Nacht. Bei der Gelegenheit gleich mal speichern. Ich fühle mich so erfrischt. Ja, das ist schön. So. Okay, kann ich noch irgendwas hier tun? Habe ich noch Fleisch zum Verarbeiten oder sowas? Nope. Doch, hier. Blut habe ich auch. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit Blut anfangen kann. Aber das finden wir bestimmt auch noch raus. So. Einmal kochen. Jawohl. Kann ich mit dem Blut hier irgendwas anfangen? Ich könnte Teig aus Wasser. Was mache ich denn mit Teig? Mehl habe ich nicht. Burger. Brauche ich Brot und Zwiebeln. Grüner Wackelpudding kann ich herstellen. Naja, wieso nicht? Bam. Gut. Oh, das Fleisch ist ja. Nee, das dachte ich schon. Ich dachte, es wäre fertig. Jetzt ist es fertig. So, wo war denn jetzt die Leichenkiste? Hier. Dann mache ich jetzt einfach mal das Blut und das Fett rein. Bis ich weiß, was ich genau damit anfangen kann. Versteht diese Zeitangabe da oben nicht. Müsste es nicht eigentlich umschalten auf hier, Männertag? Oder? Ja, ja, genau. Okay, das ist schon richtig. So, was kann ich hier machen? Nichts, ne? Kann ich nur entfernen. Alles klar. Leiche haben wir auch noch keine. Ja, dann. Achso, die kann ich wieder nicht fällen. Wieso auch immer. Na dann. Ich brauche 10 rote Punkte, damit ich die Holzkeile herstellen kann. Und dann können wir die Punkte reparieren. Oder was anderes. Ja, warte mal. Direkt einen zweiten mit. So, willkommen.
Kommst du mit? So, Übung macht den Meister. So, richtig schönen kleinen Holzvorrat. Was haben wir jetzt an Punkten? Wie sieht's aus? 9. Da ist ein Bäumchen noch, dann haben wir's. Und dann muss der hier einfach auch weichen jetzt. So, jetzt haben wir 10. Juhu! Sag mir bitte, dass du noch hinpasst. Jawoll. Technologie. Brennholz. Holzarbeit. Herstellen Holzreparaturwerkzeug. Oh, das ist auch nicht schlecht. Dafür brauche ich 20 rote Punkte. Das kann ich nicht freischalten. Schade. Weiß mal, was es noch so gibt. Yep. Nein. Das wollte ich als nächstes freischalten tun. Genau. Eigentlich. So, hier haben wir nichts. Der Fall. Maden. Dorf. Komposthaufen. Okay. Bauplankiste. Aha, aha. Imkerei. Ich könnte also Honig. Ja, 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 mal. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Eine Urne. Ein Ort, um Leichen zu verbrennen. Alles klar. Sanfter Metzger. Das könnte ich natürlich auch freischalten, aber ich glaube, das lasse ich erstmal. Ich gehe mal hier lieber auf die Holzkeile. Jawohl, freischalten. So. Ich kann bestimmt noch was freischalten, pass mal auf. Okay, das jetzt nicht mehr natürlich. Innereien könnte ich noch entfernen. Ich weiß gerade noch nicht wozu. Und das nächste wäre dann Anatomie. Chirurg. Ui, das braucht noch einen ganzen Haufen Punkte. Was kann ich denn aus Honig und Bienenwachs machen? Gute Frage, ne? Sammeln. Umpflanzen. Das geht jetzt nicht mehr. Meistersammler geht auch nicht. Beete mit Stäben. Bienenzucht. Insekten. Ah, ja, 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 ja. So, hier kann ich nichts mehr freischalten. Ist alles... Außer das hier, dafür brauche ich 20, müsste ich noch 20 Bäumchen fällen oder so. Na komm, dann machen wir jetzt einfach mal das. Freischalten. Alles mitnehmen, was geht. So, jetzt müssen wir den Inquisitor treffen, ne? Am nächsten Tag. Oder. Sobald es hell geworden ist. Bin ich eigentlich gar nicht so scharf drauf, den wieder zu sehen. Aber jetzt kann ich Holzkeile hermachen. Wo kann ich Holzkeile machen? Die nächste Frage. Nee, leg wieder hin. Hackplatz. Brauche ich den? Sägebock? Ja doch, natürlich. Ah! So, jetzt pass auf. Das machen wir jetzt noch schnell hier. So, zack. Jawohl, ja. So, jetzt kann ich hier einen Hackplatz bauen. Richtig? Jawohl. Das Zeug kann man nachher nicht mehr ändern, ne? Ich platziere es einfach dahin, was soll's. Bisschen unordentlich hier, aber... Holzkeile! Jawoll! Ha! 10 Holzkeile, sehr schön. Komme ich da eigentlich noch ran? Ja. Unser Friedhofswärter hier ist rank und schlank, der kommt überall durch. Nice. So, jetzt gehe ich mal zum Inquisitor. Hallo? Na komm, raus damit. Wenn wir den Hof erweitern, steht der Baum sowieso noch im Weg. Huch, wo läufst du denn hin? Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Ah, da ist er ja schon, der Bursche. Hallo, guten Tag. Na, schönes Wetter heute. Bisschen diesig, aber ansonsten. Und wie geht's?
So, reden, Inquisitor. Na dann. Los geht's. Ah, Werte, ich genieße die Luft hier. Sie hat etwas Rechtschaffenes. Es wärmt mir das Herz, dass wir bald eine weitere Hexe verbrennen werden. Momentan foltern wir sie noch. Okay. Ah, Vergebung ist es wert. Diesmal sollte das Verbrennen perfekt werden. Wir müssen beweisen, dass keine Hexe unserer Rechtschaffenheit entkommt. Wir müssen hier noch ein paar Vorbereitungen treffen. Du kannst... Was? Du kannst der heiligen Inquisition helfen. Oh Gott, wir brauchen Brennholz für ein schönes warmes Feuerchen. Und so viele Flugblätter, wie du bekommen kannst. Oh Mann. Ich warte auf dich. Die Hexe läuft uns ja nicht weg. Sobald wir alles haben, verbrennen wir sie. Okay, also Brennholz, das kriegen wir schnell zusammen. Flugblätter, das weiß ich noch nicht. Huch. Ja, die Frage, will ich dem wirklich helfen? Eigentlich ja nicht so, oder? Bin ich eigentlich nicht so besonders scharf drauf, dem alten Sack da zu helfen. Aber naja, gut, was soll's. Mal schauen. Würde mich mehr über mal einen Amboss oder sowas freuen. Oder mehr Technologie. Bin ich überhaupt richtig? Habe ich das Gefühl, ich bin falsch gelaufen. Ja, bin ich auch. So. Jetzt gehe ich mal rüber gucken, was die Brücke braucht für die Reparatur. Es waren 10 Holzkeile, irgendwelche Holzbretter und noch irgendwas. Ich hoffe Metall und keine Nägel. Aber ich glaube, es war Metall. Doch, es waren Nägel. Verflixt. Gut, dann kann ich die Brücke noch nicht machen. Dafür kann ich da oben... da... Oben hier die Steinfelswand. Die kann ich tatsächlich... wegmachen. Weil das brauchte nur... Mal gucken. Wir haben 10 Holzkeile. Ja, wunderbar. Die werde ich noch brauchen. Mal die Kiste gucken hier. Einmal das da. Jawohl. Und... Metallschrott und davon 4 Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Dann könnten wir das schon mal machen. Komm, wir machen das schnell. Oder anderes. Moment, warte mal. Eine bessere Idee. Ich hätte jetzt einfach noch ein bisschen Holz sammeln hier, wenn ich eh schon. Dann können wir nochmal pennen gehen. Ich brauche sowieso noch Punkte. Huch, da kommt, den nehmen wir auch mit. Ja. Das war's mit der Axt. Die ist hin. Muss ich sie reparieren. Mal gucken, ob das auch funktioniert hier. Fertigen. Ah, okay. Axt. Anfertigen. So, kann ich hier noch irgendwas anfertigen? Die Spitzhacke können wir mal reparieren, wieso nicht? Bam. Schön, dass der Schleifstein eine Weile hält. So, jetzt haben wir gleich wieder rote Punkte bekommen. Sehr schön. Würde ich mal sagen, den einen Baum, den hacke ich jetzt noch weg. Dann ist die Energie auch schon platt. Geht der hier was nicht? Ja, da hinten war es, ne? Ja. Das müssen wir mal schaffen. Jawohl, wunderbar. So, da haben wir auch schon wieder 8 Punkte. Sehr schön. Ah ja, langsam geht's vorwärts hier. Voll, ist voll. Okay. Spawnt der jetzt, oder? Pass mal auf, ich mache jetzt hier mal noch... Flix hinzugenäht. Aber der hat einen schon weggenommen, das heißt, ich kann das... Genau. Nutzt Sicherheit.
ja, schlafen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.